Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserem Lehrgang zur beschleunigten Grundqualifikation. Wir befinden uns in Kapitel 8 Verhalten in Notfällen und heute dreht es sich um das richtige Verhalten bzw. die richtige Reaktionen bei Pannen und Notfällen. Wir werden uns mal die ersten Schritte angucken, die nach einem Unfall also getätigt werden sollten. Ganz wichtig, Ruhe bewahren. Statt panikartiger Reaktion und Hektik sollte man kurz bewusst durchatmen und überlegen. Denn Pannen und Notfälle sind Stresssituationen. Je prekärer die Situation, desto heftiger auch die Stressreaktion. Wir haben hier mal so ein Beispiel. Sie befördern die deutsche Fußballnationalmannschaft zum WM-Finale und haben eine Panne, die das Weiterfahren vorerst unmöglich macht. Wie reagieren Sie? Der Panikmacher? Ja, in diesem Fall gerät der Fahrer in Panik, rennt kopflos umher und stiftet Verwirrung. Er fällt als Krisenmanager aus und muss aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Krisenmanager dagegen bleibt im Großen und Ganzen ruhig und gefasst. Er atmet durch, überlegt kurz und handelt. Als Krisenmanager ist er bemüht, die Situation zu meistern. So, was sind nach der Straßenverkehrsordnung die Pflichten der Beteiligten bei einem Verkehrsunfall? Als allererstes natürlich unverzüglich halten. Es gilt, den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beidseitig fahren. Man sollte sich auch immer über die Unfallfolgen ein Bild machen und sich vergewissern. Man sollte Verletzten helfen und anderen am Unfallort anwesenden Beteiligten und Geschädigten die erforderlichen Feststellungen ermöglichen. Liegt nur eine Panne oder Störung vor, ohne Gefahr eines Sachschadens oder einer Gefährdung von Menschen, ist es leicht, Ruhe zu bewahren und zu überlegen, was zu tun ist. Schwieriger wird es jedoch, wenn die Situation komplexer und unübersichtlich ist, zum Beispiel nach einem Unfall. Es gibt da eine Reihe von Fragen, die dann zur Einschätzung einer Notsituation geklärt werden müssen. Sind also Personen verletzt? Wenn ja, wie viele und wie schwer? Müssen Personen aus einer besonderen Unfallsituation befreit oder gerettet werden? Und gibt es vielleicht noch eine unmittelbare Bedrohung am Unfallort, die noch nicht geklärt ist? Zum Beispiel eine mögliche Feuergefahr. Was sind also die ersten Maßnahmen, die nach einem Unfall ergriffen werden müssen? Naja, man muss die Lage einschätzen können. Wie sieht die Gesamtbeurteilung des Unfalls aus? Es muss das Fahrzeug bzw. die Unfallstelle gegen Folgeunfälle abgesichert werden. Dann muss ein Notruf abgesetzt werden und es muss erste Hilfe geleistet werden. Weitere Maßnahmen, je nach Situation, sind zum Beispiel Löschversuche mit dem Feuerlöscher und Informationen von Fahrgästen zum Unfallgeschehen. Als erster am Unfallort. Die ersten Schritte nach einem Unfall sind bei jeder Unfallsituation durchzuführen, auch wenn man nicht am Unfall beteiligt, sondern nur als Erster am Unfallort ist. Auch dann muss angehalten werden, gegebenenfalls die Unfallstelle abgesichert, der Notruf abgesetzt und erste Hilfe geleistet werden. Kommen wir zur Unfalldokumentation. Welche Angaben müssen die Unfallbeteiligten am Unfallort machen? Angaben zur Feststellung ihrer Person, das heißt also Name, Anschrift und auf Verlangen auch das Vorzeigen des Führerscheins. Angaben zum Fahrzeug, auf Verlangen Fahrzeugschein zeigen, Angaben zur Haftpflichtversicherung soweit möglich. Dann natürlich auch Angaben zur Art der Beteiligung. Wenn einer der Unfallbeteiligten sich den Feststellungen durch Entfernen von Unfallort entzieht, kann der Straftatbestand der Unfallflucht erfüllt sein. Hier haben wir mal so ein Muster eines sogenannten europäischen Unfallberichts. Der europäische Unfallbericht ist ein zweckmäßiger Vordruck für diese Angaben. Er ist in verschiedenen Sprachen kostenfrei erhältlich. Bei einer Fahrt ins Ausland ist es sinnvoll, den Vordruck auch in der Sprache des Ziellandes mitzuführen. Bei einem Unfall können dann die wichtigsten Daten auch ohne Fremdsprachenkenntnisse aufgenommen werden. Dies ist der obere Abschnitt. Und dann gucken wir uns den unteren Abschnitt dieses Unfallberichts auch nochmal an. Ja, und welche Angaben können bei größeren Schäden zusätzlich erforderlich sein? Natürlich, wer ist verletzt und die Art der Verletzung, der Name, die Anschrift sowie die Telefonnummer der anderen Beteiligten, Name, Anschrift und Telefonnummer von Zeugen. Auch nicht unwichtig, das Wetter zum Unfallzeitpunkt sowie die Fahrbahnbeschaffenheit und andere besondere Auffälligkeiten. Dann sollte man die Polizeidienststelle vermerken, sowie den Namen der Polizisten, die den Unfall aufgenommen haben. Zusätzlich gilt es, eventuelle Bremsspuren als Angaben zu machen und natürlich die Abstände zu anderen Unfallbeteiligten oder zur Infrastruktur zu klären.
Es bietet sich bei dieser Gelegenheit natürlich heutzutage auch recht einfach an, mit Hilfe des Smartphones entsprechende Fotos zu Dokumentationszwecken anzufertigen. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Und Sie wissen nun also, wie wichtig es ist, Ruhe zu bewahren und wie Sie das erreichen können, mit welchen Fragen Sie die erste Einschätzung einer Notfallsituation vornehmen müssen, welche Pflichten Unfallbeteiligte nach der Straßenverkehrsordnung haben und wofür die Unfalldokumentation wichtig ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei wären. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.